In dieser Episode von Wenn im Schach spiele ich eine richtig, richtig krasse Partie. Und zwar wieder natürlich im geschlossenen Sizilianer. Da kommen einfach immer die besten Partien zustande. Euch wird es auf jeden Fall gefallen. Viel Spaß. Okay, los geht's in der Partie. Wir spielen gegen 2200er. Ja, spielen wir mal E4. Spielen wir mal E4, schauen wir mal, was er macht. E5. C6, C5, okay. C5, das heißt, das ist ganz klar, dass dann eine Zeit ist für den geschlossenen Sizilianer und diese ersten Züge kann ich sogar schon pre-moven. Das ist das Gute an diesem System. Es ist im Prinzip hier immer dasselbe. Und jetzt spielt mein Gegner dieses E5-System. Okay, gegen E5 ist, glaube ich, H4 ein guter Einschub. Die meisten spielen hier dagegen jetzt den Zug H5, okay, so auch dieser Gegner. Und jetzt spiele ich ganz gern Springer D5. Warum habe ich jetzt H4 eingeschoben? Weil jetzt, wenn jetzt Springer G7 kommt, was die meisten spielen, dann habe ich die zusätzliche Option Läufer G5 und dann geht kein H6 mehr, um diesen Läufer gleich zu verjagen. Und jetzt nach Läufer G5 habe ich Springer F6 Ideen in der Stellung. Falls das kommt, ich denke jetzt nicht, dass er spielt. Und das wäre eine wunderbare Stellung. Wenn er sowas wie Läufer E6 spielt, dann kann ich C3 spielen. Könnte auch Springer H3, Springer G5 überlegen. Einige Optionen. Aber ich denke, auf Läufer E6 spiele ich einfach erstmal den Zug C3. Gut, wenn er schlägt, ich schlage zurück. Der Springer kann ziehen. Aber ich nehme ihm immerhin erstmal dieses D4-Feld weg. Ich denke, das macht Sinn. Kurz überlegen, aber ich spiele C3. Läufer schlägt D5, Bauer schlägt D5. Schauen wir mal, ob er das macht. Das ist eigentlich relativ typisch, dass man diesen Läufer so abgeben kann. Und ja, ich habe dann das Läuferpaar. Bringt es mir sehr viel? Nein. Tut's nicht. Gucken wir mal. Also schlägt, schlägt, Springer G7. Definitiv ein Zug. Ich könnte dann, wenn ich gleich ein bisschen weiter überlege, könnte Springer F3 spielen und Springer G5 in diesen in der Stellung danach. Ich könnte auch Dame B3 oder so spielen, aber. Ja, einfach Dame D7 bringt nicht sehr viel. Okay, gucken wir mal. Wenn er sich irgendwie so aufstellt, dann auf jeden Fall denke ich Springer H3. Oder immer noch Läufer G5. Ja, auf den spiele ich immer noch Läufer G5. Ne, ich denke, er sollte schlagen. Wenn er den spielt. Und sieht nach einem komischen Zug aus, denke ich, dass er es macht. Vielleicht habe ich dann sogar Dame A4 oder so. Wir gucken mal, was er macht. Er überlegt schon sehr lange hier. Was gibt es noch für Züge? Dame D7 lange Rochade, vielleicht ein Plan. Vielleicht gibt es auch Springer 6, Springer G4. Das sieht gar nicht so dumm aus. Springer 6, Springer G4. Was mache ich eigentlich auf Springer A6? Geht nach F6. Okay, den habe ich überhaupt nicht erwartet, weil jetzt kann ich zum einen Läufer G5 spielen, wo der Läufer ein sehr schönes Feld hat. Mache ich auch. Und jetzt schon eine sehr lästige Fesselung meines Erachtens. Dame F3 ist in der Stellung prinzipiell. Beispiel auf Rochade, aber ich denke, ich Dame B3 und stehe direkt auf Gewinn. Also Schwarz muss ja aufpassen. Wobei direkt auf Gewinn ist auch ein bisschen übertrieben. Also Rochade, Dame F3, er muss dann auf D5 schlagen. Ich schlage zurück und der Punkt ist, er kann nicht. Okay, er macht so. Ja, vielleicht das Beste in der Stellung. Aber wichtig, er kann hier nicht schlagen. Weil ich ja noch die Fesselung hier habe. Das heißt, darum muss ich mich noch nicht kümmern. Die Dame B3 gibt es in der Stellung. Verteidigt er irgendwie vielleicht auch Dame B6? Ich könnte mich auch normal entwickeln mit einem Zug wie Springer E2 natürlich. Dann Dame B6 vielleicht. Ne, dann habe ich Dame A4. Okay, ich entwickle mich normal. Wahrscheinlich wird er jetzt auch hier.
Ja. Okay, wenn ich jetzt doch hier, könnte es sein, dass er Dame B6 hat. Und dann hängt der tatsächlich. Glaube ich jedenfalls. Selbst das ist gar nicht so klar, ob der überhaupt hängt, aber will ich es herausfinden oder nicht, ist die andere Frage. Also ich könnte rochieren und nach Dame B6, Dame B3 spielen. Schlägt, schlägt, Springer schlägt D5, C4. Springer B4, Schlag auf B7, Turm B8, Turm schlägt A7. Springer schlägt D3. Springer C3. Sieht eigentlich gut aus für mich. Ja, ich auch hier einfach. Ist auch der logischste Zug, so falsch kann es nicht sein. Ich könnte auch auf Dame B6 auch den Zug C4 spielen. Diesen Bauern auf B2 einfach hergeben. Will ich aber. Na, eigentlich will ich das nicht. Nee. Nein, ich spiele auf Dame B6 schon Dame B3, denke ich. Mal gucken, mal gucken. Interessant. Er kann natürlich auch andere Damenzüge spielen. Überspielt den, okay. Dame B3. Ja, also. Okay, er muss auch nicht schlagen auf B3, er kann auch irgendwie anders spielen, aber. Okay, wenn er anders spielt, kann ich selbst schlagen und C4 spielen, fällt mir drauf, da stehe ich gut. Glaube ich ihm keinen B5 und dann kann ich mit Springer C3, Springer B5 Druck machen. Mal schauen, ob er in dieser Variante eingeht, schlägt, schlägt. Ich glaube, das ist gut für mich. Springer E schlägt D5, C4. Springer B4, ich schlage auf B7. Turm B8, Turm schlägt A7. Springer schlägt D3. Turm D1. Springer B4. Springer C3, also. Sieht auf mich, macht jedenfalls erstmal einen guten Eindruck. Schauen wir mal, ob das trügt oder ob es tatsächlich so ist. Er überlegt wieder sehr lang. Ja, wenn, ich weiß nicht, wenn er was anderes spielt, was kann er machen? Turm D8. Turm B8. Er spielt tatsächlich Turm B8. Okay, das ist ziemlich krass. Jetzt werde ich auf jeden Fall schlagen und C4 spielen. Und dann Springer C3, Springer B5. Oder hat er selber B5? Nee, das ist aber auch nicht gefährlich. Okay, Springer F5. Ja. Logischer Zug. Jetzt will er vielleicht nach D4 rein. Ja, ich sollte, glaube ich, schon trotzdem Springer C3 spielen. Es wird Springer D4 kommen. Und dann. Ich könnte F4 hier überlegen. Vielleicht ist das ein Zug. Vielleicht aber auch eine Krankheit. Weiß es nicht. F4. Springer G4 habe ich. Denke ich, läufe E7. Ja. Müsste ja nicht funktionieren. Springer G4, ich läufe E7. Wenn er schlägt, schlage ich mit dem Läufer und habe Druck auf D6.
Wenn der Springer A7 spielt, habe ich Läufer E7. Springer G4 habe ich Läufer E7. Auf Springer C2 kann ich, glaube ich, auf E5 schlagen. Okay, interessant, interessant. Schlägt eine 4, kann ich auch mit dem Turm schlagen. Okay, gucken wir mal, was er macht. Der Springer entzieht, habe ich auch da Läufer E7. Ich gehe etwas weiter rein. Springer G4. Läufer E7, Turm zieht, ich schlage hier. Der Turm hängt auch. Okay, das sollte ja nicht gut sein. Dann schlage ich hier noch. Vielleicht ist das trotzdem das Beste, was er machen kann. Okay, hat er dann Bauern weniger, aber hat schon auch aktive Springer hier. Also definitiv alles andere als klar. Ja, wenn er sowas spielt wie Turm B8, kann ich immer hier schlagen und dann ist der Punkt, dass der Springer hängt. Also wenn ich schlage, er schlägt irgendwie zurück, dann kann ich den Springer einfach rausklopfen. Von daher sollte die Stellung schon schwierig sein. Springer F5. Vielleicht ist Springer F5 ein guter Zug. Ah, vielleicht Springer F5. Den habe ich nicht gesehen. Einfach zurück. Weil dann hängt auch dieser Bauer hier. Gut, das ist nicht schlimm für mich, aber vielleicht wäre das das Beste. Ich hätte einen Schlag geschlagen können. Na, König H2 geht auch nicht, ja. Vielleicht hätte er sowas machen sollen. Okay, hier schlage ich raus. Und Turm A8, okay. Ja, sowas ist natürlich auch eine Möglichkeit für ihn gewesen. Jetzt könnte ich diesen Zug spielen. Ich könnte auch auf E5 schlagen. Was passiert denn, wenn ich auf E5 schlag? Läufer schlägt D5. Ich schlag, Springer schlägt und er hat Druck auf D3. Alternativ dazu spiele ich Turm A1. Er schlägt, ich schlag auf F4 mit dem Läufer. Alles erstmal unter Kontrolle, sieht besser aus. Wenn er den spielt, Turm E2. Oder Turm C1. Er hat ein bisschen Gegenspiel, fällt mir gerade auf. Er hat ein wenig Gegenspiel. Turm E1, Springer C2, Turm E2, Springer D4. Okay, wenn ich da nach C1 gehe, dann hat er vielleicht so einen Zug. Turm FE1. Er schlägt. Ich schlag und Läufer D4. Ja, da hat er ein bisschen Gegenspiel. Will ich eigentlich nicht erlauben, wenn es jetzt nicht sein muss. Ich denke, das muss es nicht. Und da schlage ich hier auf E5. Okay, er schlägt gleich so. Ja, und hier. Denke ich, spiele ich Turm AD1. Und da sollte ich erstmal den Laden hier zusammenhalten. Und jetzt, wenn ich mich konsolidiere, habe ich einen Bauern mehr und stehe auf Gewinn. So viel ist klar. Ich wollte jetzt nicht schlagen, weil dann Läufer schlägt und er hat hier ein bisschen Druck. Also decke ich lieber den Bauern. Hab tendenziell Springer E4, aber gerade hängt noch der. Ich habe auch Läufer C7 jetzt in der Stellung. Geht einfach zurück. Okay. Droht jetzt hier natürlich Springer E3. Was ich mit Läufer 4 verhindern könnte. Was ich auch mit Turm F1 verhindern könnte. Okay, wenn ich den spiele, der etwas nervig, gebe ich zu. Okay, gleich Turm F1.
So simpel ist es nicht, ja. Okay, wenn ich. Vielleicht sollte ich lieber diesen Turm nehmen. Springe E3. Turm F2. Aber dann dieser Springer nach C2. Ja, so simpel ist das Ganze definitiv noch nicht, wie ich gehofft hatte. Okay, ich spiele, glaube ich, diesen Zug und schau mal, was dann passiert. Ja, diese Springer sind echt immer. Ja, Springer C2, es ist echt immer etwas lästig mit diesen Springern. Ja. Schwierige Stellung. Also wenn ich hier hingehe, ist Springer C2 schon so ein bisschen unangenehm. Ich schlag Läufer F3, Läufer D4. Okay, ich mach's mal. Ja, das ist so eine Art Stellung, da braucht man schon sehr viel Zeit. Den gibt's auch. Okay, und jetzt kriegt der Läufer D4 sehr schnell rein, verstehe. Ja, schauen wir mal, was hier passiert. Springer F2, schlage ich einfach raus wahrscheinlich. Erstmal gehe ich noch nach H2. Könnte auch auf D3 schlagen, aber. Okay, dahin. Okay, ich gehe nach H3. Und jetzt ausschlagen. Schlagen und Springer E4. Ja, jetzt Läufer hier und hier stehe ich wahrscheinlich nicht besser, aber wahrscheinlich auch nicht schlechter. A4. Ja, jetzt will ich wahrscheinlich irgendwann G4 durchdrücken, vielleicht sogar sofort. Meinen König aktivieren. Okay, ich schlag, spiel den. Er deckt, macht Sinn. Ich gehe. Ja, B5 sieht logisch aus. Jetzt D6. Und Läufer D5. Vielleicht F5, dann König F3, genau. Und jetzt Läufer F7. Sollte ich wieder auf Gewinn stehen. Okay, kann ich einfach schlagen. Hier schlagen. Ja, und jetzt sind seine Figuren schon alle sehr, sehr passiv. Jetzt D4. Springer schlägt und jetzt Schach. Machen wir noch einen Schach. König D E6. Dahin.
Schach. Okay, und das sollte es gewesen sein, ja. Okay. Ja, war eine interessante Partie. Echt gut gekämpft. Also, ich bin gespannt auf die Analyse gleich. Ja, also, das wird auf jeden Fall eine sehr interessante Analyse. War auch eine sehr interessante Partie. Also, hier der geschlossene Sizilianer und das war jetzt alles relativ gut und normal. Hier H4, H5, Springer D5, Läufer E6, C3 und hier könnte man auch gleich rausschlagen. Der Punkt ist jetzt hier. Ups, Dame, ganz schnell Dame weg und auf Läufer schlägt F6. Springer A3, Springer G5, jetzt sieht auch gut aus, Lord Engine. Okay, ich habe gleich geschlagen und Springer E7 gespielt. Jetzt Springer E2, Rochade. Rochade, Dame B6. Ja, vielleicht hätte ich hier, okay, hier hätte ich Lord Engine eher C4 spielen sollen. Jetzt auf Dame schlägt B2, habe ich Turm B1. Und auf Dame schlägt A2. Ja, kann ich Springer C3 sogar spielen und auf Dame A6 Springer B5. Die Dame B3 war so ungenau. Jetzt habe ich geschlagen C4, das hat alles gepasst. Und hier tatsächlich F4 ist ein großer Fehler von mir. Das ist interessant, weil F4, genau das, was er gespielt hat, war sehr gefährlich für mich. Stattdessen sollte ich ruhig spielen, sowas wie A4 und so weiter. Aber F4 und jetzt ist das tatsächlich relativ unangenehm. Also ich habe das dann hier jetzt nach Springer G4 gemerkt, dass ich hier tatsächlich relativ unangenehm stehe und Turm E1 auch nicht der Beste. Läufer C7 mit Läufer Schach B6, aber ja gut, die Quali einfach so geben ist auch schwierig. Gehen jetzt noch Turm E1, Springer 5. Ja, Läufer 4, Läufer D4 war auch gut. Ja, und hier stehe ich schon schlechter. Also schlägt, schlägt. Turm schlägt, Turm schlägt. Ja, hier stehe ich sogar wieder etwas besser in der Stellung. Also was er hier hätte machen sollen, ist diesen Turm schlagen. Hatte ich eigentlich auch erwartet und jetzt dachte ich, spiele den, aber Läufer schlägt C3 funktioniert ja auch. Das heißt, er hätte nach D2 oder F1 gehen müssen, aber das hier sieht relativ katastrophal aus. Okay, er hat aber das nicht gefunden und jetzt, ja, hier stehe ich schon wieder etwas besser tatsächlich. Also die Stellung ist schon schwieriger für Schwarz, weil ich mit diesem Läufer D5-Zug sehr schnell seine Bauern angreife. Okay, dann war es Zeitnotschlacht, aber irgendwie habe ich es dann gewonnen. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo und Like da und bis zum nächsten Mal.